Eine unvorhersehbare Krankheitsdiagnose kann das Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf stellen. Denn ist man erstmal erkrankt, ist der Alltag oft nur noch schwer zu bewältigen. Rund 1 Million Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an schweren Krankheiten wie Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Versicherungsmakler Mike Nosohn kennt solche Fälle zu Genüge. Ich muss immer schauen, was kann passieren, welche einschneidenden Erlebnisse können eine Familie oder eine Firma treffen. Und als Unternehmer oder als Familienvater muss man ja entsprechend immer schauen, dass man immer von den schlechtmöglichsten Dingen ausgeht und dann dafür eventuell eine Lösung schafft. Und das kann unter anderem eine Dread Disease Police, schwere Krankheitenvorsorge sein, dass man eben dieses Geld dann halt zur Verfügung hat, um dann halt den Umsatz, den man in der Zeit nicht macht, entsprechend abzufedern. Eine schwere Krankheit kann jeden treffen. Und mit den gesundheitlichen Beschwerden kommen oftmals auch die finanziellen Sorgen. Dachdeckermeister Tim Gebauer musste genau diese Erfahrung vor gut 10 Jahren selbst machen. Eine nie dagewesene Herausforderung, die sich im Alltag bemerkbar machte. Ich wurde durch ständige Kopfschmerzen im Hinterkopfbereich aufmerksam, dass irgendwas nicht stimmt. Habe sämtliche Untersuchungen über mich ergehen lassen. Hab gedacht, ich habe ein falsches Kopfkissen. Hab Krankengymnastik gemacht, Chiropraktiker an mir rumdrücken lassen. 1000 Sachen ausprobiert, bis es dann halt irgendwann mal so heftig war, dass ich ins Krankenhaus musste und da dann halt in der Ambulanz festgestellt wurde, sie haben einen Gehirntumor. Ich wurde, glaube ich, 3 oder 4 Tage lang untersucht, bis das Ding halt wirklich komplett eingegrenzt war, wo man sagen konnte, das muss operiert werden. Eine Woche später war ich schon unterm Messer. Mit der Erkrankung leben und in den Alltag zurückfinden, das kostet Kraft und Geld. Denn nicht selten sind schwere Erkrankungen mit finanziellen Aufwendungen verbunden. Eine Möglichkeit zur finanziellen Absicherung ist die Dread Disease Versicherung des Versicherungsunternehmens Canada Life. Viele Menschen unterschätzen schwere Krankheiten. Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt. Und obwohl die Heilungschancen mittlerweile durch medizinischen Fortschritt sehr gut sind, unterschätzt man auch, wie lange das dauert, bis man wirklich fit ist. Das geht einher mit dem Verlust oder mit dem geringeren Einkommen, was man dann hat, wenn man in der Rehabilitationsphase ist. Vielleicht mit zusätzlichem Bedarf, im Haus was umzubauen. Vielleicht bei Selbstständigen darum, einfach mal den Betrieb über diese Zeit, über die Runden zu bringen, wo man selber nicht aktiv sein kann. Und dann, wenn man die Krankheit schon hat, da auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben für diese Phase, ist durchaus sehr wichtig. Bei unserer schweren Krankheitenvorsorge bekommen Sie diese Einmalzahlung, wenn eine der Krankheiten von unserem Katalog, wenn die Diagnose dazu da ist. Dazu gehören natürlich die Volkskrankheiten wie Herzinfarkt, neurologische Krankheiten wie Schlaganfall oder Krebs, aber auch über 50 weitere Krankheiten. Also unser Katalog enthält derzeit 55 Diagnosen. Und dann gibt es auch eine erweiterte Liste, wo wir das begrenzt haben auf eine Leistung von 25.000. Dazu gehören dann weitere Krankheiten wie Diabetes Typ 1 oder schwere Morbus Crohn. Ein Teil des Antragsprozesses ist natürlich die Gesundheitsprüfung. Diese Gesundheitsprüfung ist für Personen, die zwischen 16 und 40 Jahren alt sind, vereinfacht. Da müssen nur 4 Fragen beantwortet werden. Das Unternehmen ist eines der ersten Versicherer, die sich mit der Versicherung schwerer Krankheiten beschäftigt hat und ist seit über 20 Jahren führend auf dem Gebiet. Grundsätzlich kann sich jeder zwischen 1 und 65 Jahren versichern. Der Versicherungsbetrag hängt dabei davon ab, wie hoch die abgesicherte Summe sein soll und wie alt man bei Vertragsabschluss ist. Über 315 Millionen Euro wurden bereits an Betroffene ausgezahlt. Geld, das auch Tim Gebauer nach der Diagnose gut gebrauchen konnte. Erstmal habe ich jetzt über Versicherungen mir bei der Diagnose überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe auch überhaupt nicht dran gedacht, dass dieses Ding da drin versichert ist. Und hat mich dann mein Versicherungsmakler drauf gebracht. Mensch, wir brauchen mal die genauen Befunde. Das ist wahrscheinlich versichert. Das hat einem natürlich dann erstmal ein ganz gutes Gefühl gegeben, aber das war ja zweitrangig. Das Wichtigste war ja erstmal, dass ich die Operation gut überstehe, wo die Prognosen anfänglich auch nicht so gut aussahen. Und dann zum Glück nach einer guten Operation heil rausgekommen bin. Wie das Geld im Leistungsfall eingesetzt wird, ist dem Versicherten überlassen. Egal, ob es für die Versorgung der Familie, erforderliche Umbauten am Haus oder Auto oder die Bezahlung von speziellen Behandlungsmethoden eingesetzt wird. Es hätte auch passieren können, dass ich
irgendeine Behinderung davontrage, hätte vielleicht das Haus umbauen müssen. War schon ein Stück weit Sicherheit, wo ich gesagt habe, Mensch, alles richtig gemacht. Ohne das Versicherungsgeld hätte Tim Gebauer wohl nicht so schnell zurück in den Alltag gefunden. Die Geldsorgen hätten sein Leben auf längere Zeit bestimmt. Das war natürlich ein schockierendes Erlebnis. Aber wenn man dann sieht, dass ein Rädchen ins andere greift, dann ist das natürlich für uns auch eine tolle Sache. Wenn es dann zu einem Fall kommt und es dann auch so funktioniert, wie man es dann vielleicht vor 7, 8, 10 Jahren besprochen hat, dann ist man natürlich auch erfreut. Und ja, das ist dann halt ein schöner Tag, wenn dann der Anruf von der Canada Life kommt, dass der Leistungsantrag angenommen wurde und dass dann in den nächsten 3 Tagen entsprechend die Versicherungssumme überwiesen wird. Ein schneller und sorgenfreier Genesungsprozess ohne Geldsorgen. Für Dr. Igor Radovic, Direktor Produkt- und Vertriebsmanager des Versicherungsunternehmens, ist dieser Grundgedanke der Dread Disease Versicherung besonders wichtig. Die Idee ist entstanden in Südafrika. Jeder kennt den Namen Christian Barnard. Das ist der Mensch, der die erste Herztransplantation durchgeführt hat. In seinem Umfeld ist dann erkannt worden, dass die Menschen, die durch eine Transplantation gegangen sind, mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert waren in dieser Phase der Heilung. Und die haben dann ein Versicherungsprodukt tatsächlich auf den Markt gebracht, Anfang der 80er Jahre, das dieses Problem löst. Sobald eine Diagnose da war, wurde eine Einmalzahlung geleistet. Die Produkte sind dann im angelsächsischen Raum sehr stark populär geworden und sind bis heute auch sehr weit verbreitet. Und wir waren diejenigen, die das Produkt in Deutschland populär gemacht haben. Für Tim Gebauer waren die ersten Monate eine große Herausforderung. Zu groß waren seine gesundheitlichen Einschränkungen. An die Arbeit auf dem Dach war nicht zu denken. Ja, im Nachhinein war es natürlich eine gute Sicherheit und ich konnte ja auch fast ein halbes Jahr nicht richtig arbeiten. War das Geld natürlich schon ganz interessant. Meine Kinder waren gerade 1 bis 3 Jahre alt. Wenn ich da nicht richtig rausgekommen wäre aus der Nummer, wäre eine Katastrophe gewesen. Für den Ernstfall abgesichert. Tim Gebauer hat mit der finanziellen Unterstützung zurück in sein altes Leben gefunden.